Jagd auf einen Scharfschützen machen nun die Kripo-Kommissare Boris Peters und Eckhard Greitner. Wir haben Einsatz bekommen von der Leitstelle. Junges Bärchen hat ein kleines Picknick gemacht an einem Weiher. Es sind Schüsse gefallen. Der junge Mann scheint angeschossen. Kollegen der uniformierten Polizei sind schon vor Ort. RTW fährt vor uns an. Und jetzt werden wir mal sehen, was da wirklich passiert ist. Wir müssen natürlich vorsichtig sein. Wenn Schüsse fallen, das ist nie ganz lustig. Dann werden wir mal schauen, was wir da vorfinden. Am Tatort sind neben dem Notarzt und den Sanitätern auch die Streifenkolleginnen Sarah Freitag und Nicole Riedel bereits im Einsatz. Hallo Niki, hallo Sarah. Hi. Was ist los? Weißt du, wir saßen hier und wir wollten meinen Geburtstag ein bisschen feiern. Alles klar? Ja, bleiben Sie mal ganz ruhig, erzählen Sie mal. Schussverletzung. Was ist denn passiert? Wisst ihr Näheres? Habt ihr? Wir kriegen nichts aus den beiden raus. Anscheinend hat es Schuss gegeben und er ist verletzt. Gut. Junge Frau, kommen Sie mal gerade. Als wir zu dem Einsatzort kamen, war eine angeschossene männliche Person da, eine junge Frau. Das ist für uns weder alltäglich und das schockt einen schon. Gucken Sie mich mal an. Sie müssen mir jetzt erzählen, was passiert ist. Ganz wichtig. Wir sind von der Kripo. Ich weiß nicht, wir waren hier. Wir wollten meinen Geburtstag ein bisschen feiern. Irgendwie habe ich dann so ein Rascheln gehört und auf einmal so einen Schuss und dann noch einen Schuss und dann auf einmal war alles voller Blut und er schreit und keine Ahnung. Zwei Schüsse haben Sie gehört. Zwei Schüsse, Sie sind sich sicher. Die erste Kugel hat die Schulter des jungen Mannes getroffen. Er hat starke Schmerzen und verliert viel Blut. Wo die zweite Kugel eingeschlagen ist, müssen die Beamten ermitteln. Die Zeugin hatte Schüsse gehört, hat auch eine Richtung angegeben, aus der die gekommen sein könnten. Und ich suche nach irgendwelchen Einschüssen oder so, dass ich hier irgendwo eine Spur am Stein oder irgendwas finde, dass ich sagen kann, aus wo der Schuss tatsächlich herkam. Die Kolleginnen der Streifenpolizei haben zuvor das Gelände nach dem Schützen durchforstet, ohne Erfolg. Da der Täter geflohen ist, sehen die Beamten zunächst keine Notwendigkeit, sich mit schusssicheren Westen vor Angriffen zu schützen. Ich glaube, ich hab was. Guck mal. Ja. Boris. Ja. Das sieht verdächtig danach aus. Das ist ein Anschuss, ganz klar. Jetzt, so, wenn der jetzt hier ist. Wenn der jetzt hier ist, Taschenlampe aus. Und die Richtung. Da hinten. Nachdem wir so in etwa feststellen konnten, aus welcher Richtung geschossen worden sein muss, haben wir uns in diese Richtung begeben und dort eine etwas gründlichere Suche durchgeführt. Weg ist frei. Ja. Weg ist frei. Hier ist auch sicher, hier ist nichts. Die Dunkelheit erschwert die Suche nach Täterspuren enorm. Doch die Kripo-Kommissare wollen damit nicht bis zum nächsten Morgen warten. Denn zu diesem Zeitpunkt ist nicht einzuschätzen, ob der Schütze womöglich nochmal zuschlägt. Eckhardt! Hast du was? Hier. Aha, eine Flinte. Ja. Nach ungefähr 30 Metern habe ich dann unter einem Gebüsch ein Jagdgewehr gefunden. Glücklicherweise war eine Seriennummer drauf, sodass wir das Gewehr überprüfen konnten. Wir haben eine Schusswaffe gefunden, Jagdgewehr mit Zielfernrohr, Seriennummer. Bitte einmal überprüfen. Seriennummer lautet 66AC954325. Verstanden? Egon, verstanden. Wird ein paar Minuten dauern. Wir prüfen das. Wir stellen das Gewehr sicher, warten auf Rückmeldung. Alle Waffen müssen in Deutschland eine Seriennummer haben. Und über diese Seriennummer, die ist registriert, kann man den Waffenbesitzer feststellen. Das nachher gesagt, das Gewehr wird jetzt erstmal, bringe ich erstmal beiseite. Wer kommt da denn? Was ist das denn? Polizei, stehen bleiben! Polizei, stehen bleiben! Bleiben Sie stehen! Hände hoch! Bleiben Sie stehen! Kein Problem, bleiben Sie stehen. Kripo Duisburg. Kriminalpolizei. Wie sich herausstellte, gehörte die Stirnlampe zu einer jungen Dame, die zu der Zeit noch durch den Wald joggte. Wir haben diese Person sofort erstmal mitgenommen, die junge Dame, weil A, mussten wir davon ausgehen, dass der Täter eventuell noch in der Nähe ist. Die Dame befand sich natürlich auch in Gefahr.
Und wir wussten auch nicht, ob die Dame, die junge Frau, eventuell die Täterin ist. Deswegen haben wir sie sofort erstmal mitgenommen. Wir haben die Waffe überprüft. Der Halter ist ein Bernd Germann. Der wohnt am Burgfeld 201 in Duisburg. Das ist ganz bei euch in der Nähe. Bernd Germann. Ich wiederhole, Bernd Germann, Burgweg, Hausnummer habe ich nicht verstanden. Bernd Germann, ich kenne den. Moment noch, der Kollege. 201, Burgweg 201, danke, verstanden. Bernd Germann, ja. Das ist ein Psychopath hier aus unserem Ort. Den kennen Sie? Ich kenne den. Da ist sogar ein Nachbar von mir. Ach du dickes Ei. Und der hat Waffen, das wissen Sie? Ich bin mir fast sicher, der ist Jäger. Der hat einen Waffenschein. Die junge Frau, die Joggerin, bekam mit, wie die Leitstelle Egon uns die Nachricht zukommen ließ, dass die Waffe zuzuordnen ist, so einen Herrn Germsmann. Sie sagte uns sofort, dass sie den Herrn kennt, dass der ganz unmittelbar in der Nähe auf einem Hof wohnt und bezeichnete ihn wortwörtlich als irre, als unberechenbar und gefährlich, sodass wir uns sofort gezwungen sahen, zu dem Hof hinzufahren, um zu gucken, ob dann nicht noch weitere Gefahr von dem Herrn Germsmann, von dem Waffenführer, ausgeht. Okay. Kümmert ihr euch um die junge Dame noch? Natürlich. Personalien, ja. Alles, wichtige Zeugen. Okay. Waffe nehmen wir mit. Wir haben den Waffenbesitzer, hat Egon gerade gemeldet. Eckert und ich fahren da jetzt mal hin und gucken uns das mal vor Ort an. Vielleicht treffen wir den an. Die Rettungskräfte haben den schwer verletzten Mann inzwischen so weit stabilisiert, dass er ins Krankenhaus transportiert werden kann. Wissen Sie jetzt, wer der Schütze ist? Ja, wir haben... Wir haben zumindest jemanden, dem das Gewehr gehört. Ob das derjenige ist, der geschossen hat, das... Ja, natürlich fahren wir da jetzt. Aber nicht mit Ihnen. Nein, auf keinen Fall. Natürlich nicht. Nein. Das ist Sache der Polizei. Sie bleiben bei Ihrem Freund. Nach der deutlichen Ansage brechen die Kripo-Kommissare sofort auf und erreichen wenige Minuten später das Haus der Verdächtigen. Nichts ahnend, dass sie nicht die Einzigen sind, die sich auf den Weg dorthin gemacht haben. Ich glaube, wir haben es. Ja. Das sind doch Schüsse. Ja. Warte mal. Sarah und Niki für 32,60 kommen. Ja, bei der doch recht schwierigen Anfahrt hier an das Objekt konnten wir plötzlich Schüsse vernehmen. Und aufgrund dessen haben wir sofort nachgefragt, ob die beiden Streifenpolizistinnen noch in der Nähe waren. Die waren glücklicherweise auch ganz hier in der Gegend und waren innerhalb kürzester Zeit vor Ort und konnten uns unterstützen. Da ballert einer rum. Was macht die denn da? Hier bei den... Als wir gerade den Zugriff vorbereiten wollten, haben wir im Scheinwerferlicht die Frau Becker erkennen können. Und das war eine Situation, die war absolut unvorstellbar. Unheimlich gefährlich für die junge Dame. Sie musste sofort aus dem Gefahrenbereich herausgebracht werden. Sofort die Waffe runter! Auf den Boden! Auf den Boden legen! Was ist denn los? Auf den Boden! Auf den Boden! Hände auf den Rücken! Was ist denn los hier? Hallo, kann mir mal jemand erklären, was hier los ist? Ja, das erkläre ich Ihnen gleich. Ich habe gar nichts gemacht hier. Herr Germann, sind Sie Herr Germann? Nee. Wer sind Sie dann? Klaus. Klaus. Warum ballern Sie hier durch die Gegend? Ein bisschen Spaß haben. Wir konnten den Schützen hier vor Ort sehr schnell überwältigen. Er hat auch keinerlei Gegenwehr geleistet. Und wie sich herausstellte, handelte es sich bei diesem Herrn nicht mal um den Besitzer dieser langen Waffe, die wir gefunden hatten. Es war nicht der Herr Germann. Es war irgendein Freund der Familie. Die Personalien haben wir auch feststellen können. Sari, Niki. Ja. Er wird mitgenommen. Ja, alles klar. Aber und das jetzt? Ist das der Germann? Oder? Nein, das ist ein Herr Heiner, aber er ist offensichtlich betrunken, hat hier rumgeschossen. Der wird auf alle Fälle mitgenommen. Was machen Sie denn hier? Sie sollten mit Ihrem Freund im RTW mitfahren. Ich kann ihm doch eh nicht helfen. Ich wollte mir den Spinner mal angucken, der hier auf Leute ballert mit dem Wald. Sie bringen sich hier unnötig in Gefahr. Wer sind Sie denn? Das ist mein Haus, mein Grund hier. Wer sind Sie? Kriminalpolizei. Sie beruhigen sich jetzt erstmal los. Sie machen jetzt erstmal Milliarden. Herr Heine wurde festgenommen und wurde dann von den Kolleginnen der Streifenpolizei abgeführt und weggebracht. In dem Augenblick kam der Herr Germsmann auf den Hof und ging uns sehr aggressiv an. Wo sind Ihre Waffen? Die sind im Waffenschrank. Zeigen Sie uns die bitte mal. Bitte, würden Sie uns bitte mal Ihre Waffen zeigen? Hier los, das ist ja auf. So lagern Sie Ihre Waffen? So. Ja und? Aha. Na ja, das ist ja hochinteressant. Da ist keine Waffe drin. Man muss
Ist irgendwo ein Einbrecher gewesen sein, oder was? Ein Einbrecher? Hier ist nichts dran passiert. Das sieht aber gar nicht nach einem. Er hat doch nur einer die Schlüssel. Wer hat Zugriff auf den Waffenschrank? Diese Schlüssel sind immer hier drin. Ja, bombenmäßig gesichert. Ganz hervorragend. Ja, und wo sind sie? Nicht da. Herr Germann, jetzt bleiben wir mal ins Ruhe versuchen, die Sache zu klären. Scheiße. Wir haben ein Gewehr von Ihnen gefunden. Bernd, was ist hier los? Wie, Sie haben ein Gewehr von mir gefunden? Bernd, was ist hier los? Jetzt fragen wir Sie erstmal eins. Wir haben ein Gewehr von Ihnen gefunden, es wurde mit dem Gewehr geschossen, es wurde eine Person verletzt. Ja, und was habe ich damit zu tun? Würden Sie mich bitte mal ausreden lassen? Nö. Jetzt ist Ruhe. Wo haben Sie sich in den letzten 3 Stunden aufgehalten? Ja, hier, wo sonst? Hier, fragen Sie meine Frau! Ist das richtig? Er war Stimmt hier, das? Ja. Er war richtig. Ja. Wer hat noch Zugang zu dem Waffenschrank? Ja, nur ich! Ja, wenn Sie es doch nicht gewesen sind. Die Waffe ist weg. Die Waffe und Sie ist waren weg. Hier. Die Schlüssel sind weg. Sie sind hier. Wo ist der Junge? Wo ist das Ding? Wo ist der Junge? Ich weiß nicht. Sie haben einen Sohn? Wie alt ist der? Wo ist der Junge? Er wollte doch zum Sport. Wie heißt ihr? Wie heißt ihr Sohn? Wie alt ist der? Wie alt ist der Sohn? Wie heißt der? 14. Clemens. Ja. Clemens. Wo ist der? Wo ist der? Der ist beim Sport. Der ist beim Fußball. Da habe ich noch hingeschickt. Der Herr Germann hat dann ausgesagt, dass auch sein Sohn wüsste, wo der Schlüssel für den Waffenschrank ist. Das ist natürlich völlig unzulässig, denn als Führer einer Waffe hat er dafür Sorge zu tragen, dass nur er und ausschließlich er Zugang zu der Waffe hat. Und natürlich kann man einem minderjährigen, 14-jährigen Jungen keinen Zugang zu Schusswaffen gewähren oder ermöglichen. Der Junge, auf gar keinen Fall. Das ist so ein Mädchen, ja, das ist kein Junge. Rede nicht so, über Halt die Fresse! Hey, ganz ruhig. Plötzlich verschärft sich die Lage weiter. Der Sohn des Waffenbesitzers kommt nach Hause. Was ist hier los? Langsam. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ja, Mann. Sohn in Ruhe. Was soll ich denn gemacht haben, Papa? Jetzt warten Sie mal ab, wir klären das. Mama, was ist hier los? Ich weiß es auch nicht. Dein Arsch hat gleich Kirmes, das schwör ich dir. Herr Germann. Beruhigen Sie sich. So, bleiben Sie hier mal stehen. Clemens heißt du. Richtig, Clemens. Mein Name ist Peter, ich bin Kriminaloberkommissar, ist mein Kollege. Reitner. Was macht die Polizei hier? Wo warst du denn so in den letzten 2-3 Stunden? Sag, wo du warst. Ja, ich war beim Fußballspiel. Beim Fußball, sagen wir schon. Das ist aber, die sind aber sehr sauber. Ja, ich... Da stimmt doch was nicht. Also Rasen wäre zumindest ein bisschen dreckig. Und da stimmt, was erzählst du uns? Ich hab wirklich Fußball. Bursche, was hast du? Herr Germ, Mama, ich hab nicht. Was hast du uns, was erzählst du uns? Du warst nicht beim Fußball. Wirklich? Die Schuhe sind blitzblank. Aber wo soll ich denn sonst gewesen sein? Sie können ja wirklich die Fußballmannschaft fragen. Was hast du gemacht? Hier fehlt ein Gewehr. Es ist ein Mensch angeschossen worden. Du spinnst ja wohl! Was soll ich denn machen, Papa? Nein! Zeig mir mal deine Hände. Das riecht nach Blut. Du hast sie ja wohl nicht mehr alle. Ich hab wirklich nichts gemacht. Ey. Was ist denn los? Warte, du! Bernd, Germann! Bleib zurück! Ja, als wir uns noch mit Herrn Germann beschäftigt hatten, der sehr aggressiv und sehr laut war, da hatten wir plötzlich ein Traktorgeräusch, ein lautes Motorengeräusch, das wir hörten. Und es stellte sich heraus, dass der junge Mann, der Clemens, versuchte, mit diesem Traktor zu fliehen. Jetzt hat er wohl ein Schussgrenzgewehr gehört! Bleiben Sie stehen, Leute! Stehen, Leute! Bleiben Sie stehen! Bleibt stehen! Unser Glück war es, dass er mit dem Traktor so überhaupt nicht vertraut gewesen sein muss. Er hat das Fahrzeug abgewürgt, konnte es auch nicht mehr starten. Als das klar war, musste ich sofort handeln und habe ihn dann mittels einfacher körperlicher Gewalt vom Traktor geholt. Und konnte die Situation bereinigen. Mann. Weißt du, was jetzt kommt? Du gehst in den Knast! Papa! Das war nur wegen dir! Ich wollte einmal beweisen, dass ich auch mal ein Mann sein kann! Kannst du ja sowieso nicht, du Lüste! Ich hab nur auf die Ecke! Ruhe! Ruhig jetzt! Und sonst gibt es nie was! Ich bin selber Vater, habe selber einen Sohn. So kann man mit Kindern nicht umgehen. Kinder brauchen Förderung und nicht Unterdrückung. Das ist völlig unmöglich, was ich hier heute Abend erlebt habe. Gucken Sie sich doch mal mein Auge an, das war alles Papa! Ja, er ist auch beim ersten Mal! Dein anderer wird auch mal so aussehen! Ja, das kannst du falsch in den sehen, ich hab dir gesagt, ich möchte nicht zum Fußball! Genau. Hast du mir eins aufs Auge gehauen? Geh nicht nach dir! Er tyrannisiert hier alle! Stimmt uns das? Beide die ganze Zeit! Hat er sie auch geschlagen? Ja.
Das ist kein Scheiß! Das ist kein Scheiß! Ich bin nicht mehr ruhig jetzt! Ich sag jetzt die Wahrheit! Sie hören mir jetzt ganz genau zu. Hier liegt ganz klar ein Fall von häuslicher Gewalt vor. Ich spreche Ihnen jetzt gegenüber einen Platzverweis aus. Für die Dauer von 10 Tagen. Das heißt, Sie dürfen sich weder Haus noch Grundstück auf die Entfernung von 150 Metern nähern. Sie suchen sich eine Unterkunft und verschwinden jetzt hier. Und alles andere... Mein Haus! Das ist mir völlig egal. Das gehört mir! Das ist eine... Die ist nur eingeheiratet! Eine amtliche Anordnung! Sie haben diese Anordnung, Folge zu leisten. Das werden wir noch sehen. Das klären Sie mit dem Anwalt. Das kläre ich mit dem Anwalt. Und Sie kriegen von mir nichts. Da können Sie sich drauf gefasst machen. Freue ich mich drauf. Falls Sie gegen Scheiß Bullenarsch! Das ist schon mal eine Beamtenbeleidigung. Falls Sie gegen die Anordnung verstoßen, werden wir einen Verfügungsgewahrsam gegen Sie anordnen. Gehen Sie jetzt! Wenn es zu Gewalt innerhalb der Familie kommt, gleich, egal von wem die ausgeht, sollte man in jedem Fall Hilfe annehmen, sofern sie angeboten wird. Oder man sollte sich Hilfe holen. Es gibt Familientherapeuten, psychologische Dienste etc. Die können helfen, diese Gewalt frühzeitig zu unterbrechen. Du hast einen Mann angeschossen. Ich habe doch nur auf eine Ente geschossen. Nein. Eine Ente? Du hast keine Ente getroffen. Was? Du hast keine Ente getroffen, sondern einen jungen Mann. Du hast einen jungen Mann an. Du hast zweimal geschossen. Zweimal hast du geschossen. Ja. So weit mit dem Jagdgewehr. Du wolltest den Vater ganz beweisen. Ruhig, Frau Germann. Wir werden dich jetzt mitnehmen zur Wache. Was? Sie sind ja erziehungsberechtigt. Sie werden uns begleiten. Ja. Wir müssen dir mal ein paar Fragen stellen auf der Wache. Ja, ich mache alles, damit es dir wieder besser geht. Ja, Brauchen Sie noch eine Jacke? Wir brauchen Ausweis. Ja. Ausweis von Ihrem Sohn. Wir brauchen Ihren Ausweis. Wir holen das alles. Jacke. Ja. Und dann nehmen wir sie mit. Ja. Mama, ich will nicht. Ich begleite Sie. Hauptsache nicht zu Papa zurück. Wir gehen nie wieder zu Papa zurück. Da das Opfer wieder vollständig gesund wird, erhält der Junge nur eine milde Strafe. Der Vater wird wegen häuslicher Gewalt und Verstoßes gegen das Waffengesetz angeklagt.